Hallihallo ihr alle und willkommen in meinem Badezimmer. Ich wollte euch ja mal zeigen, was bei mir so alles rumsteht. Und zwar habe ich das hier zum Schränkchen in zwei Körben sortiert. Einmal habe ich hier den linken Korb. Da sind lauter Sachen, die man mit in die Dusche nehmen kann. Und hier rechts sind lauter Pflegeprodukte und so Zeug, das halt nicht für die Dusche unbedingt gedacht ist. Ja, wie ihr sehen könnt, quillt der linke Korb schon fast über, weil ich es einfach nicht lassen kann, immer neue Sachen zu kaufen und auszuprobieren. Und die zwei Sachen hier, die habe ich am neuesten, die passen auch gar nicht mehr rein. Also alles, was hier drin ist, ist so ziemlich angefangen. Ich habe alles davon schon benutzt. Und ja, ich sollte dringend mal ein paar Sachen leer machen, weil in manchen echt nur noch so ein ganz kleiner winziger Bodenbesatz drin ist, damit hier wieder Platz drin ist. Das ist mein neues Projekt sozusagen. Aber ihr kennt das ja, man will immer die neuesten Sachen benutzen. Ja, jetzt habt ihr ja schon mal so einen kleinen Überblick und jetzt gehe ich gleich nochmal mit euch durch, was da im Einzelnen drin ist. Aber ich habe auch noch, Moment, hier ist mein Kleiderständer, ja, das ist mein Bad. Hier hinten habe ich auch noch was stehen und zwar die beiden hier von Trickle Moon, den Raspberry Kiss und Coconut Island, weil die einfach so schön dekorativ aussehen und ich sie gerne von der Dusche aus angucke. Ja, hier bade und dusche ich dann und sowas und dann kann ich immer schnell dran. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber ich habe eine neue Kamera. Ich freue mich total, damit zu filmen. Ich hoffe, die Qualität wird genauso gut aussehen, wie sie hier erscheint. Ja, fangen wir mal hier ganz an der Seite an. Die Nivea in Dusch Body Lotion. Ich bin begeistert, ich liebe sie. Dann haben wir von Balea einen Nature Rasierschaum. Der ist auch ganz gut. Zweimal benutzt bisher. Und ja, dann stürzen wir uns mal mitten rein. Ein Nivea Creme Peeling, das liebe ich total und kaufe ich mir auch immer nach. Ein Balea Tiefenreinigungsshampoo, das gleiche. Eine Rewe Repair Pflegehaarkur, die hat glaube ich 90 Cent oder sowas gekostet und ich brauchte dringend eine Haarkur und habe gedacht, die kann ich ja mal ausprobieren. Die mag ich eigentlich ganz gerne, aber ist jetzt nicht, macht jetzt keinen wahnsinnigen Hammer-Effekt für die Haare. Dann haben wir Balea Repair Shampoo. Balea After Sun Spülung. Ich liebe den Geruch davon. Balea Feuchtigkeitsspülung. Mein Garnier Hautklar Reinigungs- und Abschminkgel. Ich mache hier kleine Mini-Reviews zu allem, merke ich gerade. Also das mag ich grundsätzlich sehr gerne. Das Einzige, was ich mega schade finde, der entfernt meinen wasserfesten Mascara nicht. Und dabei steht ja sogar drauf, für wasserfestes Augen-Make-up geeignet. Ach, kann ich reden. Und deswegen finde ich das echt schade, aber naja. Für die Haut und für sonstiges Make-up ist es echt gut. Dann haben wir hier eine Gliss-Kur Color-Schutz in da kann ich mehr reden. Color-Schutz 5 Minuten Intensivkur. Ist schon schwierig. Dann haben wir Herbal Essences Farbfetisch-Shampoo. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dürr Systemhygiene, irgendeine Waschlotion, meine Mama mir gegeben. Habe ich sogar noch nicht benutzt. Dann das wird und wird einfach nicht leer. Balea Duschsorbet Mango Vanille. Weil ich persönlich den Geruch davon nicht mag. Ich finde, es riecht einfach total künstlich. Also ich mag das nicht. Dann habe ich Palmolive, verföhnende Pflege, Kokosduschgel. Dann hier Spülung zu dem dazugehörigen Shampoo. Deswegen zeige ich jetzt nur das und muss es nicht umdrehen. Garnier Natural Beauty, Vanillemilch und Papayamark, Shampoo und Spülung. Dann haben wir hier noch ein After Sun 2-in-1 Shampoo von Balea, was ich total gern mag. Dann hier ist ein Männerduschgel von meinem Freund. Das habe ich jetzt nicht persönlich benutzt, aber ich mag den Geruch an ihm total, total gerne. Dann Nivea Creme Soft, einer meiner absoluten Lieblinge, absoluter Klassiker. Dann Water Lily and Oil von Nivea. Ja, jetzt bin ich ganz eingesaut. Sunny Melon and Oil Dusche. Und hier noch Frangipani und Oil. Das liebe ich auch total. Also wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt sehr großer Nivea Duschen-Fan, weil ich den Geruch und die Pflege davon einfach total liebe. Dann haben wir Pink Grapefruit, tägliches Peeling, mag ich sehr gerne. Dann haben wir Baby Shampoo, das benutze ich entweder für Pinsel oder für Koda. Der muss ja auch gewaschen werden ab und zu. Dann habe ich hier von Clearasil Daily Care Vitaminextrakte Waschlotion und Maske. Das habe ich ganz selten benutzt, also da habe ich noch nicht so eine richtige Meinung dazu. Dann ein uraltes Duschgel, was nach Pfirsich riecht, was aber auch total künstlich riecht, deswegen benutze ich das nicht so gerne. Das mache ich meistens einfach ins Badewasser einfach rein, damit es dann wenigstens wegkommt.
Dann Verwöhn Duschpeeling mit Grapefruit und Bergamotte, das mag ich sehr gerne. Von Cosmens ein Refine Pore und Micro Ziblage. Was ist denn Ziblage? Peeling. Ja, ich glaube, ihr könnt auch selber lesen, da muss ich mich nicht voll ein abbrechen. Meine Stimme ist auch noch voll reibeisenhaft, weil ich leider erkältet bin. Dann hier Pink Grapefruit Waschgel, das mag ich auch sehr gerne. Und hier von QVC, nee, nicht QVC, Cadavera von Müller Eigenmarke, das Anti-Pickel-Waschgel. Das mag ich eigentlich auch gerne, aber habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Das muss ich mir alle machen einfach. So viel dazu, jetzt habe ich hier ein bisschen Chaos hinterlassen. Und hier die Sachen, die Pflegeprodukte sind. Das habe ich noch völlig ungeöffnet. Das ist von Jill Sander ein, was ist das? Ich glaube ein Duschgel in der Geruchsrichtung Water. Da habe ich das Parfüm auch, aber das mag ich nicht. Also ich finde den Geruch ganz gut, aber nicht an meinem Körper. Das ist immer das Problem, was ich habe. Das riecht mir irgendwie zu männlich irgendwie, so frisch und keine Ahnung, ich kann das nicht beschreiben. Dann Zuckerschnute, eine weitere Bodylotion zu einem Parfüm, wo ich nicht so richtig an den Geruch rankomme, deswegen benutze ich das nie, von Christina Aguilera. Dann haben wir Secret, eine Gurke und Melonen Bodylotion. Ich glaube, die ist schon abgelaufen, die muss ich mal wegmachen, die riecht auch nicht mehr so richtig gut. Hier meine Rundbürste. Dann haben wir ein Deo Backup, das habe ich noch nicht benutzt, von Rexona Shower Fresh, mag ich sehr gerne. Alverde Cellulite Creme. Dann hier Body Spray Quitte Wassermelone. Oh, das riecht so toll, ich mag das. Dann ein schäumende Fußpflegezeug. Das fühlt sich total seltsam aus, wenn man das auf den Füßen hat, aber im Winter finde ich das ab und zu mal echt schön, weil irgendwie. Das ist total das seltsame, warme Gefühl an den Füßen. Das müsst ihr mal ausprobieren, das kann man nicht so gut beschreiben. Dann habe ich hier Babyöl. Das benutze ich ganz gerne, wenn ich ganz trockene Haut habe. Dann haben wir hier eine Sonnenmilch. Die habe ich auch noch gar nicht benutzt, die habe ich erst neu gekauft. Das Wetter sieht ja nicht so aus, als würde man es demnächst brauchen, aber naja. Dann hier ein Liebling. Alverde, Körperbutter, Blutorange, Holunderblüte. Gibt es inzwischen nicht mehr. Inzwischen gibt es Honigmelone, das habe ich auch. Aber das ist hier nicht in dem Körbchen drin, das ist in meinem Schlafzimmer irgendwo. Die Körperbutter von Alverde finde ich ganz, 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 ganz toll. Dann haben wir hier ein L'Oreal Sublime Bronze One Day. Ist halt so eine getönte Creme, die du auf die Beine schmierst und dann sehen die braun aus. Habe ich bisher einmal benutzt. Ich dachte irgendwie, ich würde es öfter benutzen. Ich finde es eigentlich ganz cool, aber irgendwie benutze ich es dann doch nie. Hitzeschutzspray von Dove. Was ist das? Oh, Waschlotion. Sogar im falschen Körbchen. Keine Ahnung, habe ich auch von meiner Mama. Weiß ich nicht genau. Habe ich noch nicht benutzt. Augen-Make-up-Entferner von Nivea, der für mich ein Flop ist. Den muss ich irgendwie mal entweder aufbrauchen oder verschenken oder wegschmeißen. Mal gucken. Ein steinaltes Nivea Lockengel. Das riecht inzwischen, glaube ich, auch nicht mehr ganz so toll. Also ich mag den Geruch davon total gerne. Deswegen habe ich es benutzt. Von dieser Lockenwirkung habe ich jetzt eher nicht so viel bemerkt. Aber naja. Dann habe ich hier ein Bella High Hair Haargel. Das habe ich meinem Bruder geklaut, weil wenn man mal irgendwelche komplizierten Flechtfrisuren hat, dann ist das echt gut, wenn man das damit einschmiert, weil die dann nirgendwo hingehen und halten und man hat keine, also nicht, dass ich das so oft nutzen würde, aber ich habe das mal eine Zeit lang benutzt. Habe ich ihm noch nicht wiedergegeben. So, dann haben wir BB, meine Lieblingsbodylotion, trockene Haut, die mag ich total gerne. Was ist das denn hier noch? Vitalisierendes Gel zum Einreiben auf die Haut. Weiß ich nicht, habe ich auch noch nicht benutzt. Ich habe lauter so komische Arztsachen hier. Das habe ich noch nicht benutzt. Ein Taft Haarspray, das ich meiner Mama geklaut habe, wenn meins weg ist. Ich benutze immer das von Nivea. Hier das dazu passende Diamond Gloss, weil ich das total liebe. Den Schaum habe ich auch schon ewig, habe ich irgendwie lange nicht mehr benutzt. Aber der steht hier also rum und wartet darauf, dass ich ihn aufbrauche. Dann von Nonique. Ein Vitalfruchtkörperbalsam, also auch einfach eine Bodylotion, die so nach Orange und fruchtig riecht. Dann ein Yes to Carrots Make-up Entferner. Das ist auch ein absoluter Fail für mich. Ich habe nicht so viel benutzt und der steht hier schon seit 2 Jahren rum. Ja, wenn man Sachen nachkauft, die total gehypt werden und dann findet man selber total scheiße, dann. Aber ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, den wegzuschmeißen, weil der so teuer ist. Dann haben wir noch ein Deo von Garnier Mineral. Der ist auch schon halb leer. Und hier war noch irgendwas. Moment, ich grabe mich in die Tiefen vor. Tada, ein Alverde Repair Haarspitzenfluid. Das ist auch schon fast leer. Also, wie ihr seht, ich bin mit Beauty-Produkten auf jeden Fall erstmal ausgerüstet. Und ja, hier drüben können wir nochmal ganz kurz hingucken. Hier habe ich so eine kleine Schatztruhe, wo meine ganzen Badezusätze und sowas drin sind. Und halt, ich habe noch Haarfarbe von
Dip-Dye-Haaren, die ich noch nicht benutzt habe, und irgend so eine Haarkur. Ja, das steht bei mir alles im Bad rum. Also falls ihr auch jemand wie ich seid, der ständig irgendwelche Sachen anfängt, obwohl die alten noch da sind, dann naja, habt ihr vielleicht auch so eine schöne Sammlung wie ich. Aber ich mag das einfach total gerne, wenn ich Lust habe zu duschen, dass ich mir dann einfach je nach Lust und Laune irgendeins aussuche. So, heute ist mir mal danach und dann nehme ich das einfach und beim nächsten Mal nehme ich halt das. Ich mag einfach die Abwechslung. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst mich wissen, wie ihr die Kameraqualität findet, und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!